Auch in Gronau war es schon eng. Eben genauso, wie man es sich auf einem Weihnachtsmarkt vorstellt. Ein riesiger Weihnachtsbaum mit üppiger Beleuchtung schmückt den Platz. Vorbei die Zeit des Stromsparens. Aber ja, das Licht erfüllt die Herzen mit Zuversicht und nicht nur das. Die Menschen vor und hinter den Hütten zeigen sich zuversichtlich und optimistisch. Unser Start am Lieblingsplatz stimmte auch uns ein. Ein Likör machte erstmal warm ums Herz, bevor wir uns in die Menge stürzten. Und auch in Gronau ging die Liebe durch, na wodurch schon. Und wir wurden verwöhnt. Langosch, Käsespätzle, Suppe und Pizza, Waffeln, Glühwein, Liköre und was noch alles mussten wir versuchen. Wir wissen nicht mehr, wie es gelang, aber wir waren sehr satt. Doch die Einladungen nahmen kein Ende und wir nahmen die Gastgeschenke gerne an. Liebe Zuschauer, auf Sie! Die Netten vom Männerballett gaben uns eine kurze Vorführung und die Menschen an den zahllosen Tischen gaben unseren KTV-Slogan zum Besten. RheinischKTV! Überall wurde gute Laune Teil des Abends, was der Stimmung zuträglich war und vielen ein wichtiges Anliegen ist. Eine kurze Entspannung, um von den Nachrichten der zahlreichen Konflikte in dieser Zeit kurz Abstand zu gewinnen. Was hat einem besten gefallen? Alles. Klein, aber fein könnte man ihn auch bezeichnen. Den Weihnachtsmarkt der Bauersleut in Ubstadt. Auf dem Gelände des Vogelvereins findet er statt und versetzt die Besucher ein wenig in die Zeit des Mittelalters. Die Pommes weiß-rot sucht man hier vergebens auf diesem Weihnachtsmarkt. Die Bratwurst liegt hier auch nicht gerade auf dem Grill, sondern ist gerollt und wird gemächlich über offenem Feuer geschaukelt und mit schmackhaftem Bauernbrot serviert. Eine deftige Lauchsuppe bekommen die Gäste in einem ausgehöhlten Brotlaib serviert und der Teig für die Stockbrote wird hier liebevoll um die Holzstangen gewickelt, bevor sie dann auf dem glühenden Kohlen ihren knusprigen Verzehrzustand erlangen. Auch die Rahmfladen, handgerollt und gut belegt, waren sehr begehrt. Man sitzt gemütlich um ein Lagerfeuer und genießt Glühwein und Punsch. Udo Martin, ein Mitglied der Gruppe der Bauersleut, hatte auch noch einige interessante Informationen für uns. Ja, seid gegrüßt, edle Leute. Willkommen hier im Weihnachtsmarkt in Ubstadt-Weiher beim Vogelverein und den Bauersleut. Wir sind dieses Jahr im 13. Jahr, wenn wir den Weihnachtsmarkt veranstalten, gegründet. Haben wir uns eigentlich aus der Spontanität raus, weil wir so ein bisschen Faible fürs Mittelalter haben. Haben immer den Peter und Paul besucht, andere Mittelaltermärkte. Und haben doch gedacht, in Ubstadt, da fehlt noch was. Also, was wir? Die Idee war geboren, wir machen einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Ubstadt. Natürlich gab es für die Kleinen noch einige lebendige Tiere zu bestaunen und einen Stand mit weihnachtlichen Holzarbeiten. In Philippsburg feierte man um die Festhalle herum. Dort gibt es mit der Partnerstadt Ildiri eine Besonderheit. Die haben dort nämlich ihre Delikatesse aus dem Meer mit dabei und bereiteten diese fachmännisch am Weihnachtsmarkt zu. Mit sicherer Technik öffneten sie die Austern, die ganz frisch zubereitet Weihnachten eine sehr besondere, lukullische Variante geben. Ce sont des huîtres de l'île de Ré. Elles sont été pêchées jeudi matin et arrivées hier soir. Et voilà, donc elles sont toutes fraîches. C'est la grosse huître numéro 1. Et je pense que les gens allemands aiment beaucoup ce produit. Die sind heute Morgen noch im Meer geschwommen. Nein, heute Morgen nicht, aber am Donnerstag noch im Meer geschwommen und am Freitagabend sind sie hierher gekommen. Also ganz frisch von der Ile de Ré. Und die Nummer 1, Austern, die Nummer 1. Für Weihnachten auch? Geeignet? Pour Noël? Pour Noël, on livre aussi pour Noël par l'intermédiaire du jumelage. Il suffit de faire la commande au jumelage et vous serez livré directement.
Okay. An Weihnachten kann man noch bestellen für Weihnachten über die Jumelage und dann kommen sie direkt kurz vor Weihnachten hierher wieder nach Philippsburg. Also anstatt Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat gibt es dann Austern? Austern und Champagner oder Ile de Ré Wein oder Pinot. Und gleich nebenan die Austern gratiniert. Man sieht, Philippsburg lebt Europa. Die Philippsburger Jungs hatten Pommes mit Topping für uns. Mal nicht nur Mayo und Ketchup. Wir konnten neue Höhen der Vielseitigkeit erklimmen. Hier ist Topping. Ja. Wir haben Pommes mit Käsesoße, Röstzwiebel, Bacon und Jalapenos. Hammer, oder? Genau. Ist ganz neu. Läuft sehr gut dieses Jahr. Gibt's ja in Philippsburg? Ja, das erste Mal. Und wie international man ist, konnten wir neben den Stand des türkischen Standes erkosten. Hier bekamen wir einen kurzen Kurs über den Verzehr des türkischen Chai. Das ist unsere Tradition, wir trinken das sehr gerne, das ist halt immer Schwarztee. Ganz normaler Schwarztee? Ganz normaler Schwarztee. Ah, und wo? Es wird in der Türkei von den Bergen gesammelt, das wird hierher transportiert, dann wird es hier als Tee hergestellt. Das ist gut fürs Herz, für stressfrei, für alles ist gut. Liebe Zuschauer, tiefenentspannt, die beiden Herren. Lasst euch schmecken, Dankeschön. Dankeschön. Auch der Bürgermeister war vor Ort und gab uns einen kurzen Einblick über den Markt. Es gibt hier bei den Badener Schalmeien den besten Glühwein, ohne dass wir den allerbesten Glühwein auf dem Markt getrunken haben. Dann würde ich sagen, wir beide stoßen an auf ein gelungenes Weihnachtsmarkt. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Das ist sicherlich ein gelungener Weihnachtsmarkt. Ja. Und heute ist wenigstens nicht ganz so kalt wie gestern Abend. Heute ist gut. Heute ist gut, ja. Liebe Zuschauer. Zum Wohl. Leider gibt es kein Geruchsfernsehen und auch kein Geschmacksfernsehen. Aber ich kann versprechen, schmeckt ja lecker. Also, wer dieses Jahr nicht dabei war, nächstes Jahr immer am ersten Adventswochenende Glühwein und Austern. Das sind unsere Spezialitäten. So, und wir lassen es schmecken. Der Bürgermeister gab uns dann noch den Hinweis auf den zu erwarteten Weihnachtsmann, den wir natürlich nicht verpassen wollten. Der hatte mit seinem Bart zu kämpfen, was der Freude über den Dambedei keinen Abbruch tat. In der Jugendstilfesthalle, um die herum sich alles drehte, gab es gleichzeitig den Hobbymarkt, der mit dem einzigartigen Ambiente die beste Kulisse für die Aussteller bot. Ja, so macht ein Besuch Spaß. Und hätten wir mehr Zeit gehabt, wir hätten die Märkte allesamt gleich nochmal besucht.